René Flägel, Teammanager des VfL Osnabrück, ist bei mir. Kurz vor dem Start des Trainingslagers. René, warum habt ihr euch für Basinghausen entschieden? Wir finden in Basinghausen absolute Top-Bedingungen vor. Es ist ein erfahrenes Trainingslagerhotel, wo in den letzten 20 Jahren mehrere internationale, aber auch nationale Top-Teams waren. Unter anderem im letzten Jahr Olympique Lyon, deutsche Nationalmannschaft, einige internationale Top-Teams. Dementsprechend ist das Hotel sehr erfahren im Umgang mit Profimannschaften. Das heißt, es ist immer von Vorteil, wenn das Hotel weiß, was die Bedürfnisse einer Profimannschaft sind, um einfach optimale Bedingungen vor Ort vorzufinden. Zudem sind dort sehr kurze Wege. Also wir haben die Trainingsplätze direkt am Hotel und auch das August-Wenzel-Stadion, wo wir unser Testspiel bestreiten, 1,5 Kilometer Entfernung. Dementsprechend kurze Wege, wo der Fokus dann auf der Arbeit mit der Mannschaft liegen kann. Und allgemein muss man sagen, ist für uns heute auch eine sehr kurze Anfahrt mit 1:20. Wir setzen uns im Bus, sind gleich da und können dann direkt heute zweimal auf dem Platz intensiv trainieren, ohne jetzt große Reisestrapazen in Kauf nehmen zu müssen. Du warst letzte Woche, glaube ich, schon da und hast dir die örtlichen Bedingungen angeguckt. Wie sind die? Wir haben absolute Top-Bedingungen. Also fangen wir mit den wichtigsten an. Die Plätze konnte ich mich letzte Woche überzeugen lassen, dass sie in einem hervorragenden Zustand sind. Wir haben 1,5 Plätze direkt am Hotel. 1,5 bedeutet ein mit FIFA-Maßen und einen halben Platz für Aktivierung, Warm-up, Torwarttraining. Zudem haben wir ein voll ausgestattetes Gym mit modernen Geräten, ein Wellnessbereich, Schwimmbad, Regenerationsmöglichkeiten, mehrere Saunen, schönen Wellnessbereich. Dementsprechend, da lässt es sich, denke ich, aushalten. Teambuilding war immer im Trainingslager ein Thema. Ist irgendwas Besonderes geplant? Darfst du überhaupt schon was verraten? Oder sind die Jungs, die gerade so hinter dir im Bus sitzen, überhaupt schon informiert über das, was passiert? Ja, also es ist so, ich würde da am besten unseren Trainer mal zitieren, der mich wiederum korrigiert hat, als wir letztens das Thema Teambuilding besprochen haben. Daniel sagte nämlich, für ihn ist Teambuilding ein Prozess und ein Team bildet sich nicht an einem Tag. Dementsprechend sage ich mal, dass wir versuchen jetzt in diesem Prozess einige Schritte voranzukommen und einfach als Team weiter zusammenzuwachsen, um diesen Prozess zu intensivieren. Und natürlich ist mir bewusst, dass sich diese Antwort sicherlich nicht zufriedenstellt, weil du dir jetzt erhofft hättest, dass ich sage, wir fahren in den Kletterpark, um unser gegenseitiges Vertrauen zu stärken. Aber ich möchte jetzt nicht meine Karten offen auf den Tisch legen, um auch ein bisschen Überraschungsmoment für die Jungs erhalten zu lassen. Montagmorgen vorm Stadion. Daniel, es geht ins Trainingslager. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, sehr groß. Die Jungs haben gestern Tag frei gehabt. Dementsprechend werden wir alle erholt sein und wir haben jetzt eine schöne Woche vor uns mit 11 Einheiten, 2 Testspielen und viel Zeit miteinander. Gibt es gewisse Schwerpunkte, auf die ihr gesetzt, oder geht es ja um das Rundum-Paket? Ja, sicherlich geht es auch nochmal um das Rundum-Paket. Wir sind in der zweiten Vorbereitungswoche. Es geht nochmal darum, physische Grundlagen natürlich zu legen, aber auch schon deutlich detaillierter zu arbeiten als letzte Woche. Wir wollen gerade in den ersten beiden Tagen auch viel Schwerpunkt Ballbesitz nochmal angehen. Wir denken, dass da natürlich auch in der Saison viel auf uns zukommen wird und dann Richtung Turnier am Samstag wird es dann ja eher auch nochmal Schwerpunkt gegen den Ball sein. Aber da denke ich am Samstag auch gegen diese zwei ja, Top-Mannschaften aus den ersten beiden Ligen auch absolut gefordert sein werden. Du warst mit der ersten Woche, glaube ich, sehr zufrieden. Muss man diesen Schwung jetzt mitnehmen ins Trainingslager? Ist das Ziel? Ja, schon. Die Jungs haben gut gearbeitet in der ersten Woche, haben Gas gegeben. Ich denke, das Spiel am Samstag war unter den Bedingungen dann auch okay. Und jetzt geht es darum, wie gesagt, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und dass wir uns als Mannschaft natürlich noch mal weiterfinden, dass wir uns weiter gut kennenlernen, um eine Basis für diese lange, lange Saison zu legen, die vor uns liegt. Ein Schwerpunkt sicherlich auch des Trainingslagers sind 3 Testspiele bzw. die Abrundung hier mit dem Volkswagen Cup am Samstag. Wie wichtig sind diese Testspiele? Kannst du da einen kurzen Einblick geben? Ja, also Testspiele sind natürlich immer wichtig in diesen Vorbereitungswochen, weil sie einfach dann auch nochmal einen Schwerpunkt im 11 gegen 11 im Wettkampf irgendwo geben, den du schwer übers Training dann auch irgendwo simulieren kannst. Aber wir freuen uns darauf. Wir haben 3 gute Gegner für diese Woche uns da ausgesucht.
Und für die Jungs ist auch nochmal natürlich eine Möglichkeit, einfach die Dinge, die wir uns dann unter der Woche erarbeiten, im Großfeld, im 11 gegen 11 anzuwenden. Daniel, ich wünsche eine gute Woche mit drei guten Testspielen. Viel Spaß euch. Danke.